So, da bin ich auch wieder zurück bei Battlefield 3 Multiplayer auf der Insel Kark. Für die Russen sieht es nicht gut aus. Die Amerikaner haben gerade soeben alle Punkte erobert. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin sogar Zweiter mit einer Statistik von 1 zu 5. Unser Team ist einfach die reinste Katastrophe. Aber das macht ja gar nichts, denn ich bin ja auch die reinste Katastrophe, wie man sieht. Ab durch die Mitte, Vollgas hier, volle Power, damit wir auch mal ein bisschen Arsch treten können hier. Weil sonst wird das nichts mit der russischen Invasion der Insel Kark. Denn die spielen wir gerade, diese karge Karte. Ja, wir düsen jetzt mal weiter hier durch die Gegend. Mal ab zum nächsten Flaggenpunkt. Und ich habe überlegt, vielleicht nehmen wir mal einen weiter hinten hoch, einen Flaggenpunkt. Weil da sind die jetzt nicht alle am Fighten. Und da können wir die sozusagen von hinten ausmanövrieren. Wenn man das denn so sagt. Sagt man das eigentlich so? Ja, in dem Fall ist es gar nicht mal so blöd. So, ich spretter hier weiter über die Straße in der Hoffnung, dass ich keinem Panzer begegnen werde. Fuck you! So, und jetzt düsen wir hier zu Punkt A. Und raus! Yo, Mann! Alter! Ha! Oh, Backe, ey. Vielleicht wäre ich doch mal lieber auf dem Fahrzeug geblieben. Was zur Hölle? Der hat mich erwischt? Das gibt's doch nicht, ey. Spiel übrigens um 2 Uhr nachts. Also irgendwie nur Pro-Game auf dem Server. Man sieht das hier auch. Was heißt nur Pro-Game? Aber einige dabei, die es richtig, richtig drauf haben. Und unser Team hat komplett eine negative Statistik, wenn man sich das mal reinzieht. Außer der Philipp. Der hat eine positive. Da wurde aber auch das Team gebalanced. Ich glaube, der ist rübergekommen, weil der war ja vorher noch bei den US-Truppen. Der hatte mich ja in der letzten Folge, falls ihr die gesehen habt, hat er mir Messer in den Rücken gestochen. Der miese Philipp, ey. Dieser alte Drecksköter. Sorry, Philipp, ich meine das nicht böse, falls du es gerade siehst oder so, ne? Liebe Grüße an dich, Philipp. So, jetzt müssen wir da zur D, die Docks, weil die Punkte rasseln runter. Unsere Tickets. Es bleiben nicht mehr viele über. Und ich muss ja hier schon zu Fuß durch die Gegend eiern. Na super. Aber es scheint sich langsam, aber sicher der Spieß umzudrehen. Für uns. Und ich bleibe mal im Team, soll ich mal bleiben. Aber ich sehe ja hier überhaupt keine... Ich sehe ja hier quasi überhaupt keine Freunde. Ich komme mir total alleingelassen vor. Da vorne wird gefightet. Da vorne wird mächtig gefightet, habe ich sogar das Gefühl. Und die Karte ist überhaupt nicht mein Fall unbedingt. Weil die einfach viel zu groß und großflächig ist. Da lässt sich natürlich drüber streiten. Spielt ihr eigentlich lieber größere oder kleinere Karten? Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre eigentlich eine interessante Frage. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir so ein Favor für kleinere Karten. Wo es halt direkt mal ein bisschen Action losgeht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und jetzt mal hier rüber. Ach, das klappt ja bombastisch. Dann helfe ich mal bei Punkt C bei der Baustelle. Nee, bei Punkt B muss ich ja noch mithelfen. Jetzt nicht zu hastig. Obwohl Punkt C ist ja viel näher. Das mache ich, sage ich, erzähle ich hier eigentlich. Die Baustelle gehört uns. Schade, die Wand ist nicht da, in der ich mich vorher mal versteckt habe. Dann mache ich das doch mal hier gerade. Haltet die Stellung, Freunde! Wir hängen jetzt hier diese Baustelle ab. Die Flagge an der Baustelle natürlich. Kein Zutritt für Kinder. Eltern haften für ihre Kinder. Das meine ich natürlich. So, ich könnte hier mal, könnte sich ja theoretisch einer aufhalten. So, Flagge ist erobert. Hey, wer bist du denn? Mach dich mal vom Acker hier. Oh oh, ich glaube, da kommt ein Panzer. Ey, meine Fresse. Ich glaub's einfach nicht. Der Typ hat's über drauf. Der ballert sich da mit dem Panzer durch die Gegend und mäht alles nieder, was ihm in die Quere kommt. Und ich kacke hier nur ab. Ich habe erst einen Kill gemacht. Das ist echt super krass. Aber immerhin viele Punkte rausgeholt, weil ich auch so ziemlich der Einzige war, der hier Flaggen erobert hat immer. Ist ja kein Wunder, dass ich hier die ganze Zeit ins Gras beiße. Will da noch wer mitfahren oder was ist los? Ja, dann fahr doch mit, Siedler. Komm. Kannst ruhig mitkommen. So, der Siedler düst mit uns. Vielleicht will er ja irgendwas kolonisieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht einen neuen Landstrich für sich klar machen. Das funktioniert hier in Battlefield 3 übrigens, wenn man so eine Flagge aufhängt. Auch wenn das hier für unser Team... Ah, was mache ich hier gerade? Auch wenn das für unser Team hier nicht so ganz funktioniert. Und der Typ wird sich denken, oh mein Gott, ob ich mit dem fahren kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dieser Dreckspanzer. Dieser dreckige Dreckspanzer. Ich habe ja auch schon Panzer kampfunfähig gemacht in der letzten Folge mit dem Panzer. Und scheint ja wirklich der einzige Weg zu sein, wie man gegen die antanzen kann. Vielleicht sollte ich auch mal den Medi sein lassen, den Sanitäter, beziehungsweise Sturmsoldat. Und eher mal so ein bisschen
auf die weitere Action setzen. Also praktisch so eine Art, ey, da vorne. Schade. Und ich meinte halt sowas wie ein Panzerfaust-Freund oder sowas zocken. Freund Panzerfaust. Hängen wir hier nochmal die Flagge auf und ab. Das klappt immerhin. Da war einer mit einer RPG. Mann, wir kriegen den nicht mal zu zweit oder was hier los, ey. Ist doch eine Katastrophe. So, jetzt hängen wir hier unsere Flaggelchen auf. Pam! Einfach mal rein. Einfach mal die Palme weggezimmert. So, Baustelle gehört uns. Und dann fahre ich direkt weiter. Flagge erobert. Meine Fresse, ey. So, wo seid ihr, Heckenpenner? Teilpunkt B. Der wird erobert gerade, habe ich das Gefühl. Da müssen wir eigentlich was tun. Okay, dann fahren wir doch mal hier um die Ecke. Ist doch ganz schön hier. Immerhin gutes Wetter. Machen wir eine kleine Kaffeefahrt. Hallo! So. Hier können wir offensichtlich niemandem helfen, ja? Ist keinem mehr zu helfen hier. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ich mach das mal größer. Feinde haben wir hier gerade nicht auf dem Radar. Da vorne müsste ein feindlicher Panzer antanzen. Ich schalte mal gerade wieder auf die Kanone. Denn die Kanone ist nicht ohne. Ach du Heilige. Und ich habe nicht gesichtet. Ich habe nicht gesichtet, den Wechsel. Und unser Ding gibt jetzt gleich den Geist auf. Einfach mal da rein. So, ich glaube, wir sollten besser aussteigen. Das bringt ja alles nichts. Der Typ repariert. Cool. Ist ein sehr guter Junge. Praktisch, sehr praktisch. Shit. Alter. Und jetzt muss ich raus. Jetzt muss ich wirklich raus. Hoi, 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 hoi. Nein! Und wieder mit dem M1 Abrams. Dieser Panzerkiller. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch einfach nicht, liebe Freunde. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Und ich gehe wieder ins Sturmsoldatenspiel, obwohl ich weiß... Ach, du heiliger Bimbambino! 1-8, aber immerhin Zweiter. Der Siedler 15 hat sogar eine Statistik von 1-14. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Unser gesamtes Team ist die reinste Katastrophe. Es ist wirklich die reinste Katastrophe, wenn man sich die Standings mal anschaut von den Feinden und von uns. Und dieser Bumbi Javel, der ist ja richtig krass. 48-2. Der hat es auf jeden Fall schon öfter gespielt, Battlefield 3, als ich. Will ich mal so einen Raum werfen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Und ich behaupte auch einfach mal, dass wir diese Session nicht mehr zu unseren Gunsten umdrehen können, liebe Freunde da draußen. Das behaupte ich jetzt einfach auch mal. Und ich muss jetzt wieder hier zu Fuß rumstreuen. Es ist doch zum Heulen. Weil ich auch einen blöden Spawnpunkt gewählt habe, was natürlich auch der Fall ist. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dann sterbe ich wenigstens nicht ganz so häufig. So, hier einmal durch den Zaun bitte. So, und weiter wird gesprintet. Dauert ja Ewigkeiten, bis man hier mal vom einem Ende auf die andere Seite. Das meinte ich halt mit großen und kleinen Karten. Du Drecksack. Hey, hier ist dein Medikit. Wo ist der gewesen? Das ist der Typ mit dem M1 Abrams gewesen, oder? Shit! Nein! Fuck! Mini T90A. Ach, ja, ja, ja. Der Meister Mr. Y. Der radiert da einen nach dem anderen weg gerade. Nehmen wir mal zu den Docks, komm. Damit wir auch nicht so weit weg sind hier. Gehen wir mal direkt rein wieder in die Action. In die Sterbe-Action. Das ist ein richtiges Let's Fail heute. Also richtig, wie unser Team hier abkackt, samt mir, ist wirklich glorreich. Da oben könnte ich wen wiederbeleben. Aber muss ich erstmal hochkommen. Wenn ich hier oben ankomme, ist er bestimmt schon wieder zurück im Spiel. Ne, warte. Ach, eine Sekunde zu spät einfach nur. So, da vorne wäre wer. Auch ein feindlicher Panzer. Vorsicht, Junge. Da vorne ist ein feindlicher Panzer. Und der ist wirklich sehr feindlich.
Scheiße, den kriege ich nicht, ne? Der repariert gerade den Panzer. Aber den kriege ich wirklich nicht. Fucking shit. Shit! Meine Fratzke! Meine Fratzke, ey. Dieser Typ, der ist super krass. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Von wo der mich überall trifft, ist doch rekordverdächtig. Ach! Und jetzt öffne ich auch noch die Konsole. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe, ich krieg sie nicht mehr zu. Ich krieg sie nicht mehr zu. Wie mache ich die Konsole zu? Ja, so kann ich ja nicht weiterspielen. Zumindest schlecht weiterspielen. Ach so, mehrmals hintereinander, alles klar. Ja, so wie typisch eigentlich. Mann, Mann, Mann. 1-10, Freunde. 1-10. 1-10, das ist doch deprimierend hier. Also wirklich, massive deprimation. So, einen habe ich. Ja, 2-10 mit dem Kopftreffer. Dann guten Kopftreffer erledigt. So, hier nochmal Medikit, da war noch ein anderer. Come back. Hier müssen noch mehr Feinde sein. Ich glaube, ich sollte was unternehmen. Pam! Was? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe den sowas von die Schnauze gezimmert. Und da überlebt er das aller. Der ist eine richtig krasse. 100. Was hat der denn für eine überkrasse Abzeichnung gehabt, ey? Ich bin ja Frischfleisch für die Burschen. Und nicht nur die Burschen. Unser ganzes Team ist Frischfleisch für die Burschen. Die hier im feindlichen Team fighten. Gibt's ja gar nicht. 2-11. 2-11. Ach, guck mal, da schreiten sie sich wieder. Tank-Pussy. Der wird wahrscheinlich beschimpft, weil er die ganze Zeit den Tank benutzt. Obwohl, ich finde das sehr legitim. Weil es ist ja auch ein Spielmechanismus. Genau wie wenn man Waffen benutzt oder snipert oder so. Klar, Camping ist nicht gern gesehen. Aber letztendlich ist das völlig in Ordnung, weil es ja eigentlich das Spiel erlaubt. Und im echten Krieg würden wahrscheinlich alle Leute nur campen. Vor allem die Holländer halt. Hoffentlich kann der Kerl fahren. Scheiße, Mann. Super. Hat's ja vollgebracht, die Aktion. Oh, Backe. Jetzt komme ich, Freunde. Und jetzt wird richtig aufgeputzt. Verdammte Scheiße. Glaubst ja wohl selber nicht, Sarazar. Glaubst ja wohl selber nicht, dass er jetzt hier richtig aufputzt. Doch, doch. Ich hab den Wischmob dabei. Doch, doch. Springen wir nochmal durch den Zaun. Der obligatorische Zaun hier. Obligatorische Zaun. Zu Punkt C laufe ich übrigens, falls ihr noch nicht wisst, wo lang ich will. Ja, und ich will auf jeden Fall hier den feindlichen Panzer irgendwie mal dezimieren. Irgendwie muss der Kerl doch erledigbar sein. Ja, in der Baustelle, aber kommt er mich nicht so schnell, vielleicht mit ein bisschen Glück. So, ich knie mich mal hier nieder und bete eine Runde zu Jesus. Das war nur ein Clipping-Fehler. Ich dachte, da wäre gerade jemand da hinten, aber es war nur ein Clipping-Fehler. So, Flagge neutralisiert. Wenigstens mache ich hier Punkte, im Gegensatz zu den anderen. Das ist ja schon mal die reinste Katastrophe, so oder so, mit dem 2-11. Aber ich gebe mein Bestes, Freunde. Ja, Flagge erobert. Juhu. Na, wenigstens etwas. So, jetzt rennen wir zu Punkt B. Gucken, dass hier kein Panzer ist, der uns vielleicht gerade mal so einen Arschtritt verpasst. Und jetzt schnell die Übersicht gewinnen. Meine Fratzke. Gegen die Burschen ist es einfach hardcore. Es hängt natürlich auch immer davon ab, wie ich abschneide. Hängt natürlich auch immer davon ab, gegen was für Gegner ich antrete in diesem Fall. So, Punkt C und B holen wir uns. Kommt. Flagge neutralisiert. Irgendwer muss ja hier was tun, verdammte Scheiße. Was seid ihr eigentlich für Spielertypen? Seid ihr eher so die Sniper, die Sturmsoldaten? Welche Klasse findet ihr denn eigentlich am besten? Und wie verhaltet ihr euch im Spiel? Rusht ihr gerne drauf los oder seid ihr sehr behutsam, geht nur in Deckung vor? Heilige Kacke. Boah. So. Ich renne jetzt einfach mal darüber nochmal zu Punkt C, zur Baustelle und erober die wieder.
So macht man Punkte, Freunde. So macht man Punkte hier in der Karte. Wenn es nicht klappt mit Kills, dann muss ich halt irgendwie anders probieren. Da vorne. Scheiße, ich lass den laufen. Ich lass den laufen. Scheiße, ich wollte ihn laufen lassen, aber es war dumm. Nein! Der Superhater. Das gibt's doch nicht. Aber ich habe ihn noch erwischt, den Superhater. Bringt uns allerdings auch nichts. Weil der kriegt bestimmt irgendwo so ein Health Pack oder so. Irgendwer wird nett zu dem sein, ausnahmsweise. Panzer! Yo, Mann! Ab rein in die Schüssel. Kommt da vielleicht noch wer? Will wer mitfahren mit mir? Ach du Heilige. Ich fahre mit dem Ding trotzdem noch. Mir reicht's nämlich. Der Panzer muss genügen hier. Tritra, trulala, der Panzermann ist wieder da, der kein Panzer fahren kann. Und noch eine Runde, noch eine kleine Runde. Mitten in die Wunde des Feindes. Vielleicht kriegen wir noch irgendwen oder irgendeine Flagge erobert. Das ist das Einzige, was ich hier hinkriege in der Karte. Irgendwo schnell verstecken und dann die Flagge erobern. Das läuft. So, da vorne sind einige unserer Kollegen gestorben. Ein feindlicher Jeep? Das wäre ja mal ausnahmsweise ein leichtes, ein feindlicher Jeep. Das wäre ja mal ausnahmsweise ein sehr leichtes, ein feindlicher Jeep. Aber ob es ein sehr leichtes wird, ist doch sehr, sehr fraglich. Komm, wir bleiben bei der Baustelle. Nee, wir bleiben bei der Baustelle. So, ich lasse die mal da stehen, den Panzer. Und verschanze mich hier in der Ecke, wo ich mich sonst auch immer verschanze. Flagge neutralisiert. Ich liege ja mitten in der Pampe und ich hoffe, mich sieht keiner. Bleibe in Deckung. Komm schon, Baustelle. Das ist eine echte Baustelle hier gerade. Warte, Philipp, nimm mich mit. Mann, Philipp, du alter Sack. Kann doch nicht wahr sein. Der nimmt mich einfach nicht mit, der Philipp. Der bleibt doch nicht mal mir zugunsten stehen. So, doch jetzt aber. So, Philipp, komm. Oh nee, gegen den hat er keine Chance, der Philipp. Der Typ ist zu krass. Das ist dieser Panzerguru. Der ist echt der Wahnsinn. Da bin ich mal gespannt, wie der Philipp das schaffen will. Also wenn er ihn fertig kriegt, dann wäre ich ihm sehr verbunden. Oh oh, Philipp, das sieht nicht gut aus. Oh oh, Sarazar, Meister, Mr. Y hat dich erledigt. Weil du die ganze Zeit nur Philipp angeguckt hast, nicht die Gegend. Und der dich hinter dir einfach erledigt hat. Alter! Da bin ich gerade wieder drin und werde direkt wieder umgemäht. Kann mich vielleicht wiederbeleben? Wäre jemand so nett? Es sieht leider nicht so aus und ich glaube, das war's dann auch mit der Runde. Naja, immerhin Platz 3 haben wir mit einer katastrophalen, mega, mega schlechten Statistik erreicht. Wahrscheinlich somit die schlechteste, die ich hier bisher abgeliefert habe. Aber wenn ihr euch die Team-Members anschaut, die sind auch alle katastrophal am Spielen und haben viel höhere Ränge als ich. Also ich glaube... Ich muss mich da nicht schämen, liebe Freunde. Dein Team hat verloren, was auch sonst. Wir verlieren ja irgendwie nur, aber das ist natürlich nur die Schuld der anderen. Ist natürlich nicht meine Schuld. Nee, überhaupt nicht. Natürlich habe ich mich auch ein bisschen blöd angeschaut, aber dieser Typ in diesem Panzer, ja, der hat mir auch richtig eingeheizt. Sturmsoldat, M26 haben wir freigeschaltet, du wurdest befördert. Ja, Stardog haben wir auch hier noch den neuesten Tag bekommen. Splitterschutzweste, Mensch, wenn das mal nichts ist. Ja, und ein Kampfpanzer. Haben wir ein bisschen Erfahrung gut gemacht. Das Tech-Light haben wir jetzt auch. Ein paar Ribbons kriegen wir natürlich auch. Flag-Attacker. Das haben wir uns verdient. Wirklich. Weil wir ja diejenigen waren, die hier, glaube ich, die meisten Flags überhaupt irgendwie ansatzweise erobert haben. So. Ja, liebe Freunde, das war's dann auch soweit von mir. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield 3 Multiplayer.